Was ich jetzt aber machen könnte, wäre eine Glut benutzen. Zack. Um Max-HP zu erhöhen, aber auch um regulär meine HP aufzufüllen. Und ich habe die eine Estus-Flasche gar nicht unten rein sortiert. Du raus. Da. So, Schluck. Gut. Rechte Mauer. War ein Plan, ne? Wie war da gemacht? Nope. Tight Spot. Das markiere ich mal. Ich habe schon lange nicht mehr markiert. Nachricht. Schnitzel, Schnitzel. Vorlagen. Gibt es Tight Spot eigentlich noch? Wörter. Oh, wie sage ich in Deutsch? Es war nichts mit eng. Das wurde ganz komisch übersetzt. Nee, da muss ich mich erstmal anderweitig umgucken. Schade. Wäre eine schöne Stelle dafür. So, du. Da hinten sieht man überhaupt in der Entfernung schon. Guck mal das. Also abgesehen davon, dass meine Rüstung gerade zerbrutzelt und der Charakter vergiftet ist und so weiter. Hinten in der Entfernung sieht man Loot. Und irgendwo gerade hier sind noch was rumgetrieben. Da ist noch so ein Hexending. Nee, ich schnapp mir erstmal hier das Zeug. Oh, Schnecken. Ganz, ganz viele davon. Dann mach doch mal hier. Das ist fast instant weg, das Teil. Und die billigen Feuerverzauberungen kann ich echt jetzt alle einfach verballern. Und dann nur die guten kaufen. Nein. Nur die guten kaufen. Oh, krass. Okay. Also im Sumpf auch schön nach oben gucken. Hier gibt es Ninja-Schnecken. Du, nein. Ja, und ich wurde auch von einer erlegt. Gut, wie war das mit, ich wollte testen, wie da rechts die eine komische Hexe respawnt. Gute Gelegenheit dafür. Gute Gelegenheit, würde ich sagen. Nicht, dass ich eine Wahl hätte. Ich probiere trotzdem die Abkürzung durch die Mitte. Also, Plan. Wechsel, 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 Wechsel. 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 Da geht es zu besagter einer Hexe. Ich laufe jetzt aber dahin. Versuche einen Hügel hochzukommen. Und von dem Hügel auf der anderen Seite wieder runterzukriegen. Ja, klettern. Jo, Gift tickt. Wenn ich meinen Seelenhaufen wieder habe, sollte ich auch in der... Nicht ernsthaft. War die schon vorher hier? Scheiß viel. Ja, nein. Es sind zu viele von denen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich meinen Seelenhaufen habe, in der Stadt auf jeden Fall die ganzen Seelen ausgeben, um neuen Moos zu kaufen. Mach dich weg, weil wir haben jetzt noch zwei davon. Und hey, das könnte das letzte Leuchtfeuer gewesen sein. Jo. Klick. Guti. Also war es doch nicht rechts. Zur Tür, richtig. Da geht das letzte Ding an. Das Ding müsste aufgehen. Schweres, steinernes Tor, das sich ganz langsam öffnet. So gehört sich das bei Dark Souls. Langer Gang mit ganz vielen Kerzen. Erinnert ein bisschen an Throne of Wand. Also den Thron des Begierens. Hieß es, glaube ich, auf Deutsch. Aber ich denke, so weit sind wir vom Content her noch nicht. Heimatknochen. Nö. Brauche ich, will ich nicht. Habe ich schon. Also hier wollte ich ja eigentlich nicht hin. Gegenstand voraus. Oh, sehr schön. Die werden sofort positiv markiert. Dankeschön.
Dankeschön. Jo, hätte ich sonst garantiert übersehen. Was hast du denn Schickes? Rostige Goldmünze. Rostige Münzen waren höheren Glückswert. Da. Zermahlen für vorüber verbesserte Finderglück. Zermahlen für vorübergehend stark verbessertes Finderglück. Jo, macht Sinn. Eine rostige alte Goldmünze, die nicht mehr als Zahlungsmittel zu gebrauchen ist. Das Zermahlen der Münze erhöht kurzzeitig stark das Finderglück. Ein reicher Mann hat sein Vermögen verloren, gewann es aber verdoppelt so hoch wieder. Im überheblichen Glauben, auch sein neues Vermögen würde sich verdoppeln, verprasste er es schnell. Ja, könnte so der ein oder andere kennen. Ja, also keine Verbindung von hier zurück auf die andere Seite, wo ich eigentlich hin wollte, zu meinem Seelenhaufen. Hier lang sieht gewöhnlich aus. Gegen den Gestalten. Da ganz hinten ist auch noch Loot. Da will ich nicht hin. Ich versuche mal hier unbeschadet. Nein. Wir haben das gehört, dass ich irgendwo unbeschadet hin wollte. Lauf, lauf, roll. Nur das. Nicht gut. Also vor allem nicht. Seelenhaufen ist weg. 3000 Seelen. Dann die Glut. Auf den Arsch. Ja, hilft nichts. Ich habe keine Lust, jetzt gleich nochmal zu sterben. Das heißt, ich gehe jetzt einfach den langen Mal. Oh, das sind die Glubschviecher. Echt eine unangenehme Ecke hier. Egal, wo man lang geht, hat man ziemlich nervige Gegner und ist tierisch langsam wegen diesem Schleim auf dem Boden. Man braucht die Ressourcen von den Moosklumpen. Ne. Aber es riecht hin. Ich nehme jetzt Schild in die Hand. Ich versuche dann mal diese Schattenbolzen oder was immer das sind, abzublocken. Und nicht schnurstracks von denen wegzurennen. Sondern auch mal zwischendurch umzudrehen. Und das sind nicht drei Hexen. Das sind wirklich einfach nur stinknormale Gegner, die rumdümpeln. Sind halt riesig groß, sind ansatzweise optional, wenn man halt den Bogen groß genug wählt. Nur genau hier am Rand lang. Läuft mal genau eine Truppe von denen rein. So, weg, 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 weg. Da oben wäre auch noch gut. Hier oben auch noch. Ich habe echt tierisch viel noch zu entdecken, sehe ich gerade. Vier Moosklumpen, das ist sehr praktisch. Und hier könnte ich eventuell auch einen Sprungangriff machen. All diese Viecher hier hinlocken, einfach von hier immer runter, einmal angreifen, wieder hochklettern. Könnte glatt klappen, ja. Jetzt erstmal darüber. No. An den Blubbern schätze ich mal ab, dass ich gerade zwei von denen geackert habe. Platsch, 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 platsch. Jo, mindestens zwei. Kommst hier aber nicht hoch. Mumm voraus, deshalb Vision von Opferung. Wie bitte? Großschwert. Kann ich mit dem Großschwert das da jetzt abhacken? Mein Schar wird keine Großschwert führen können, aber wir können mal gucken. Dim, dim, dim. Großschwert war eh eine verbannte Großschwert. Da. Eine super Waffe. Erstmal erinnert mich das total an meinen Lieblingsmanga-Anime. Berserk. Fast 1:1. Und es hat halt auch eine recht mächtige Waffe. Ja, okay. War ein Versuch wert. So, du nimm die Waffe, die absolut nicht zu dir passt. Weg. Nimm wieder eine ordentliche Waffe in die Hand. Mhm. Und dann. Also da ist Loot, da ist Loot, da ist Loot. Da ist irgendwo die Dreier-Truppe. Will ich aber nicht hin. Schnarch, 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 schnarch. Wenn es nicht so aggressiv wäre, wäre es echt einfach nur eine Schnarchorgie hier. Du. Oh. Ja, jetzt ist definitiv kein Schnarch mehr. Du. Jo.
keine Zeit verschwenden, auszuweichen. Einfach nur töten. Das ist echt die beste Taktik bei denen. Defensiv und ausweichen. Ist einfach nicht. Oh. Ja. So, schnell. Nicht schnell Brandbomben werfen. Schnell heilen. Okay, wo wollte ich hin? Da zum Loot und dann weiter in Richtung der Stelle, wo ich vor zwei Toten gestorben bin. Ja. Tada. Jetzt da hoch. Ich muss ja noch die Tür finden. Also es kann sein, dass ich schon mal bei der Tür war, bei der großen, als sie geschlossen war. Ah, ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. So groß ist das hier ja eigentlich nicht, aber sehr ähnlich aussehende Architektur und die ganze Schleimspur ist dann doch ein wenig verwirrend. Was haben wir da? Estus-Suppe trinken. Ja, mach mal. Gut, Gift weg. Sonnenlicht-Talisman. Ich bin leider kein Priester. Genau dafür wird es da sein. Schauen wir mal. Da, Sonnenlicht-Talisman. Der persönliche Talisman eines Sonnenlichtritters zum Wirken göttlicher Wunder. Die Illustration darauf verkörpert seinen festen Glauben. Ja, es ist ähnlich wie die Rüstung von denen, halt selber angemalt und sieht dementsprechend recht kindisch aus. Na, aber gehört zu den Sunbros, ist okay. Die Nutzung der Fertigkeit dieses Talismans erfüllt den Benutzer mit ähnlicher Standfestigkeit. Fertigkeit, unbeugsames Gebet. Erhöht beim Wunderwirken kurzzeitig die Balance und verhindert, dass Gegner das Gebet unterbrechen. Also PvP... Nun gut, haben ist besser als nicht haben. Geh da. Wolfsblutgrasklinge. Oh, das erinnert mich an den Boss von Dark Souls 1. Das könnte sogar eine Anspielung sein, sag mal, ja. Ich hab so eine Waffen. Stachelstreitkolben. Ah, ist das vielleicht keine Waffe? Warte mal. Guck mal, Schlüssel-Items. Nein. Gerades Bruchschwert. Gerades Irgendwas-Schwert. Nee. Könnte ein Gegenstand sein. Also nutzbarer Gegenstand. Hier irgendwo. Ja, ist es. Okay. Wolfsblut-Grasklinge. Beweis der Pflichterfüllung eines Wachhunds von Farron. Dieses Blatt symbolisiert die Pflichterfüllung der Wachhunde von Farron, die an der Seite des alten Wolfs stehen. Weh, ich muss nochmal gegen einen Riesenhund mit einem Zweihänder-Maul kämpfen. Das war so verstörend damals. Um über die Runen zu wachen. Das Motiv ist eine Grasklingenblatt mit getrocknetem Blut. Vor langer Zeit war das Grasklingenblatt das heimliche Erkennungszeichen der Untotenlegion, die ja auch hier in dem Gebiet aktiv sein soll. Im modernen Wald ruhen die Geister vergangener Krieger. Das Blatt ist Ausdruck ihrer Anerkennung und Dankbarkeit gegenüber den Wächtern. Also ähnlich wie der Rattencovenant und der Glockencovenant aus Dark Souls 2. Und da ich jetzt eins davon habe, kann ich dem Covenant vielleicht beitreten. Wenn ich denn wüsste, wo. Also wenn ich nicht rechts gehe, aber mich rechts halte, komme ich zu einer komischen Leiter. Diese Information wird mir später nicht wirklich weiterhelfen. Das hier könnte mal weiterhelfen. Das ist eine sehr gute Übersicht. Nicht weiterlaufen. Guck erstmal her. Wir kommen. Von da, oder? Also das Ding da, da ist unten das Leuchtfeuer drin. Oder das da. Echse voraus. Oh, Funkelechse. Okay. Da
das Ding sich mal anzuschauen, wäre noch interessant. Und halt jeweils das andere, je nachdem welches davon der Eingang ist, das andere dann angucken. Was könnte denn glatt ein Kreuzungsgebiet sein? Dass man von hier aus in zwei Gebiete weitergehen kann. Das da hinten sieht sehr ruinenartig aus. Da ist nochmal irgendwas anderes. Das da ist die Mauer. Richtig, der Startgebiet von dem Rest abtrennt. Also der Fuß der Mauer, der ja schon mehrfach erwähnt wurde. Oh, Funklechse, genau. Funklechse voraus. Komm her. Funkeltitanit. Habe ich jetzt schon zwei Stück, glaube ich. Also ich habe mehr Funkeltitanit als große Scherben. Oh, vielen Dank. Jo. 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 Asche eines Traumjägers. Könnten wir den ebenfalls bei der Händlerin abgeben. Da. Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei Schreindienerinnen. Schattenasche von einem, der davon träumte, der Untotenlegion beizutreten. Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei der Schreindienerinnen. Am Ende fanden die Traumjäger, die ziellos durch den verfaulten Wald wandelten, ein Gefühl der Erfüllung. Und es ist ein Riesenhund aus der Zweierner.